Wenn ich die Mystik begreife als Mystagogie, das heißt als die Lehre vom Weg, so kann ich mit dieser Lehre versuchen, mit meinem eigenen Leben ein Verhältnis dazu zu finden und meinen Weg zu einem erfüllten Leben zu finden. Der Bodensee hatte schon immer eine geheimnisvolle Ausstrahlung. Im Mittelalter war er eine Hochburg der deutschen Mystik. Hier in Überlingen war auch der Mystiker Heinrich Seuse zu Hause. In seinem ehemaligen Haus, dem Suso-Haus, lebt heute der Dichter und Musiker Michael Stoll. Er begreift sich ganz in Heinrich Seuses Tradition. Michael Scholl, sind Sie ein Mystiker? Also der Mystiker, der hört erstmal, wenn er etwas hört und wartet, hat kein Urteil, sondern lässt diese Frage mal wirken. Also wenn ich jetzt ein Mystiker sein sollte, dann warte ich erstmal ab. Was bedeutet denn diese Frage? Also wenn wir in den Mystikbegriff hineingehen, ja, und ihn wirklich verstehen als ein Versuch, der Realität, der Wirklichkeit nahe zu kommen, und unser Bemühen darunter verstehen, da bin ich ein Mystiker. Seit vielen Jahren versuche ich, den Dingen auf meine Art und Weise auf den Grund zu kommen. Und daraus versuche ich zu leben. In diesem Sinne bin ich ein Mystiker. Wie bringen wir die Mystik in unser einfaches Leben rein? Also wenn wir, also im Alter von 18, 20, ja, da kocht ja quasi jeder junge Mensch für das, was er eigentlich möchte, aber er weiß es noch nicht. Ja. Und dann passieren zum Beispiel Unfälle, wie es mir passiert ist, als ich nach Berlin zurückgefahren bin, ist der Fahrer auf den Baum geknallt und ich war 2 Wochen in der DDR im Krankenhaus. Da war nichts mehr. Ja. Das ist sehr mystisch in der DDR. Nein, und ja, genau, und da war nur Braunkohlegeruch in der Luft. Und aus diesem Nichts mehr kommt dann die Frage oder die Erkenntnis, was will ich wirklich? Ja? Und das war dann für mich zum Beispiel ein Ereignis, was mich sehr stark auf den Weg gebracht hat. Das heißt, zu fragen, was und weswegen bin ich hier? Was bewegt mich wirklich? Aber das sind ja ganz normale Lebenserfahrungsschritte, von denen wir da sprechen. Ne? Man macht eine Erfahrung, man geht einen Schritt weiter, darauf baut man wieder auf. Das macht jeder Mensch sein ganzes Leben lang. Natürlich. Warum wird dann Mystik so mystifiziert? Ja, da steckt jetzt dieses Mahn drin. Warum mystifiziert Mahnmystik? Ja? Also Mystik ist eine Sache des einzelnen Menschen und seiner eigenen Situation. Wir haben natürlich den Markt der Meinungen. Ja? Da gibt es Mystik, da gibt es Demut in einem Kontext, der immer relativ weich ist. Das heißt allgemein verständlich. Und ich glaube, was schon den Mystiker zum Mystiker macht, wenn man das jetzt so sagt, das ist die Konsequenz dieser Fragen. Das ist die Konsequenz und das Dranbleiben und das Erkennens, dass für mich selbst ein Sinn da ist, der ganz einzigartig ist. Und wenn der andere sich auch auf den Weg dieses Sinns macht, dann entsteht eine Beziehung und eine sinnvolle Beziehung mit dem anderen. Bedeutet aber, dass wir uns der Spiritualität öffnen müssen. Ist die Spiritualität der Schlüssel? Da sind wir natürlich auch wieder beim Begriff Spiritualität, den wir als quasi eigenweltlichen Begriff formulieren. Ja? So wie sagen, das ist die Materie, das ist der Geist. Wir wissen aber aufgrund der modernen Naturwissenschaft, dass es so nicht ist. Es gibt keine Materie und Geist als zwei Sphären, sondern der Geistprozess ist auch in der Materie wirksam. Deswegen, wenn der Mensch die Wirklichkeit wahrnimmt, fragt, die Blume nicht nur als ein äußeres Objekt sieht, sondern in der inneren Dimension kommt, der ist spirituell. Jeder Mensch ist spirituell. Wir können das nicht trennen. Also ein Bereich, der irgendwo hängt und man sagt, oh, esoterisch oder spirituell, das ist eine Trennung, die gar nicht vollzogen wird. Wie kann man dann an diesen Punkt, quasi an diesen Startpunkt kommen, ohne jetzt einschneidende Lebenserfahrungen machen zu müssen, die das selbstverständlich wecken? Das ist ganz klar. Also, was gibt es für Alternativen? Also es gibt zum Beispiel ein ganz einfaches Rezept. Ja? Ich gehe von zu Hause weg, ich gehe einen Weg entlang, und irgendwann wird mir langweilig. So, was passiert mit der Langeweile? Ein wunderbarer, fruchtbarer Zustand. Entweder hetze ich in die nächste Kneipe, ziehe mir 2 Weizen rein, ja, oder gehe in einen Kaffee oder lenke mich ab oder schaue einen Film, oder ich halte es aus. Und wenn ich diese Langeweile aushalte, dann steigt die Angst hoch,
wenn ich diese Angst lerne auszuhalten, wenn ich das durchlebe, dann öffnet sich plötzlich eine Dimension der, ich sag mal, der schöpferischen oder kreativen Dimension. Und dann wird es lebendig. Ja, dann kommen die Fragen, kommen die Antworten, dann kommt die Suche, dann kommt der große Wunsch, dass das Leben zum erfüllten Leben wird. Ja. Also von daher ist es etwas ganz Einfaches. Ich muss nur ein Stück weit innehalten und merken, was passiert, was steigt in mir auf. Und für viele Menschen ist es so eine große Angst davor, was da aufsteigen könnte, dass sie lieber zumachen, ja, und dass sie die Formen bedienen, die Gesellschaft ihnen gibt. Ja. Mystik ist eine ganzheitliche Angelegenheit, haben wir festgestellt. Ne? Das heißt, also letzten Endes kommt Natur dazu. Wie äußert sich das? Wie zeigt sich das? Also wir haben ja in der mystischen Tradition gibt es ja immer wieder diese drei Stufen. Das eine ist die Läuterung, die Entbildung von all dem, was zu viel ist. Ja? Das können dann Meditationspraxisen leer werden. Und das andere ist dann eigentlich, mich mit dem zu verbinden, was wirklich mit mir zu tun hat. Ja? So, das heißt, gebildet werden bei Heinrich Seuse ist das gebildet werden in Christus, das heißt, diese tiefe Dimension in mir zu finden. Und das Letzte ist dann überbildet werden. Das heißt einfach, ich bin ein Instrument, ich lasse die Dinge geschehen, gestalte das aus meinem So-Sein heraus. So, und die Natur, was wir als Natur begreifen, ja, der Ruf zur Natur ist eigentlich der Ruf hin zu dieser Ursprünglichkeit. Das heißt, die Harmonie und die Form, die uns entgegenkommt, jetzt in Bäumen, in der Natur, in der Landschaft, die eine Harmonie hat, die in sich quasi schon vollkommen ist. Ja? Da gibt es eigentlich jetzt, an einer Rose gibt es nicht viel auszusetzen, die ist schön. Ja? Und dieses Verhältnis zu diesen aus dem Ursprung heraus entstandenen Vollkommenheit, die uns entgegenkommt, da findet natürlich der mystisch begnadete Mensch oder jeder Mensch eigentlich immer hat eine starke Affirmation dazu, eine Sehnsucht zu dieser Schönheit, selbst zu dieser Schönheit zu werden. Deswegen ist die Natur oder das Naturgegebene wie ein Vorbild, wie ein Bereich, dem ich mich eigentlich nähern möchte. Ich bin selber unvollkommen auf die Welt gekommen und das ist die große Chance, dass ich quasi diesen Weg der Vollkommenheit oder diesen Weg der Liebe, kann man auch sagen, bewusst vollziehen kann. Kann ich mir das da abgucken in der Natur? Kann ich durch den Wald laufen und mir Mystik abgucken? Also es gibt ja, sagen wir mal, es gibt diesen Spruch, das heißt, wenn der Mensch zum Tier wird, wird er schlimmer wie ein Tier. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass ich mich quasi animalisch oder diese instinktmäßig abschaue und dann so werde. Also diese Zurück zur Natur heißt jetzt für mich nicht, dass ich quasi in die reine Bedürfnisebene dessen, was mein Trieb möchte, quasi dem nachlaufe, sondern dass ich tatsächlich auf einen geistigen Weg gehe. Das heißt, die Natur
als einen geistigen Prozess auch begreife und ergreife. Was die Naturwissenschaft ja schon lange tut. In ihren Formen versucht sie ja der Natur nahe zu kommen, indem sie untersucht, überprüft, verifiziert, was an Gesetzmäßigkeiten darin ist. Aber der Mystiker oder dieser ganzheitliche Weg zur Natur, der nimmt einfach den Menschen als ganzes Wesen ernst und wahr und versucht in sich diese Harmonie zu entfalten. Nochmal die Frage, das war nicht wirklich die Antwort auf meine Frage, deswegen nochmal. Ja. Kann ich durch einen Wald gehen, durch ein Moor gehen, durch einen Garten gehen und da Mystik abgucken? Kann eine Blume, ein Baum quasi ein Vorbild für mich sein in puncto Mystik? Also wir haben regelmäßig eine Wanderung vom Bodensee an die Donau, ist eine wunderbare Landschaft zum Lebenskloster vom Susehaus aus. Man läuft 8 Stunden, sind fast 40 Kilometer. Und am Anfang ist man noch voll mit sich im Kopf und dann läuft man und am Anfang sind Gespräche über Alltagsdinge und man wird ruhiger. In der Gruppe ist plötzlich schweigend, nimmt plötzlich den Wald wahr, geht den Weg entlang, spürt die Steine, sieht den Himmel, die Wolken ziehen, begreift die Landschaft und sie wird immer mehr zu einer inneren Landschaft, wie die äußere Landschaft zur inneren Landschaft. Und das ist wirklich tatsächlich ein Reinigungsprozess, dieses Umgehen mit der Natur, in der Stille zu sein, die dauert von 8 Stunden. Und zum Schluss dann gibt es manchmal sehr tiefe Gespräche. Man erzählt Momente, die tief mit einem selbst zu tun haben, im Inneren. Und ich denke, die Naturprozesse, jeder weiß es, wenn es in die Berge geht, hat eine reinigende Wirkung. Und der Mensch kann auch in einen Gleichklang kommen mit dieser Natur und erlebt da auch Friede mit sich. Es ist ja eigentlich sowieso ein merkwürdiger, fast schon ein Widerspruch, wenn wir als Menschen immer über die Natur sprechen, wir sind ja Teil dessen. Ja? Wie kann ich es schaffen, mit Hilfe der Mystik, mich als ein Teil dieser Natur, die da hier so kreucht und fleucht, ja, letzten Endes, wie kann ich es schaffen, mich darin zu begreifen? Also ist ja für ein Kind kein Problem, die äußere Welt und die innere Welt. Es ist noch eins, die Kinder. Wenn man eine Frau mit ihrem Kind die Straße entlang geht und das Kind ist 1 Jahr alt, ist im Kinderwagen, ich bin die Welt und die Welt gehört mir. Da gibt es irgendwann die Trennung, den Bruch, man kann auch sagen Subjekt-Objekt-Trennung, ja, und dann wird das irgendwann so ein Problem. Wie kann ich das, was da außen wird, zum Inneren machen? Und ich denke schon, der Prozess mit der Natur bedeutet ein immer mehr mit den Gesetzmäßigkeiten des Außen und des Innen in eine Einheit zu kommen. Das heißt, wie eine transparente Schicht. Das ist zwar noch das andere, das Äußere, aber es wird immer mehr zum Inneren. Und so kann ich diesen mystischen Weg hin zu diesem göttlichen Kind als einen Weg auch in die Natur hinein oder mit der Natur gemeinsam wieder zu dieser ganzen Welt zu finden, die als Kind da war. Man sagt, Natur ist grausam. Natur schließt alles aus, was nicht dazugehört. Macht die Mystik das genauso, wenn wir sie gerade schon mal als Teil der Natur, als Bestandteil der Natur definiert haben? Ich würde sagen, wenn wir die Gesetzmäßigkeit der Natur jetzt nicht im juristischen Sinne verstehen, sondern als eine tiefe Gestimmtheit in Harmonie, dann kann ich natürlich schon sagen, einerseits bewege ich mich sehr frei in dieser Welt, ja, aber andererseits ist es natürlich tatsächlich so, man kann sich beobachten, wenn man ein Zielbild schneidet, ja, und man hat einen bösen Gedanken gegenüber einem anderen. Man muss aufpassen, dass man nicht sofort sich in den Finger geschnitten hat. Kann man in Alltagssituationen spüren, ich bewege mich, wenn ich mich auf Abgründe bewege, bekomme ich eine Antwort. Man kann es als grausam nennen, man kann es aber auch als sehr lehrreich nehmen. Man kann sagen, okay, in jedem Augenblick des Lebens kommt mir das entgegen, was ich auch ein Stück weit gesät habe. Man kann es als grausam begreifen, man kann aber sagen, es ist gerecht, es ist stimmig, weil ich bin vielleicht beim nächsten Mal vorsichtiger. Deswegen ist für mich zum Beispiel der Begriff Liebe, hat nichts mit Emotionalität zu tun, sondern das ist ein Erkennen des tiefen Harmoniegesetzes, was uns bewegt und was wir bewegen können. Es kommt so oft daher, wir haben ja oft schon darüber gesprochen und mit anderen Leuten, Mystik ist bei mir so ein kleines bisschen, nur ein ganz kleines bisschen, so ein bisschen so wie Friede, Freude, Eierkuchen im Hinterkopf geblieben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ist, weil dann wäre es das ja quasi auch von den Religionen postulierte Paradies, wo alles in Ordnung ist. Aber selbst im Paradies ist ja nicht alles in Ordnung, so wie wir uns das vorstellen. Und das meinte ich viel mehr mit der Ausschließlichkeit. Ja? Wenn in der Natur ein Tier stirbt, dann stirbt es. Gut ist. Dann wird es von den anderen gefressen. Das nennen wir als brutal oder als grausam. Ja?
Wir Menschen sind zweifelsohne wesentlich brutaler, ja, weil wir machen das absichtlich. Aber kann uns quasi die Mystik davor heilen, ein Stück weit auch, dieses Menschliche, dieses Morden, dieses rücksichtslose Umgehen mit diesem Planeten ein Stück weit einzudämmen? Wir sitzen uns jetzt gegenüber. Es ist eine bestimmte Tageszeit, es ist ein Ort, in dem wir leben. Mhm. Ich bekomme eine Frage gestellt. Das ist die augenblickliche Situation. Die habe ich jetzt zu lösen, vielleicht durch eine Antwort. So hat das Leben in jedem Augenblick eine gewisse Frage an mich und eine Antwortfähigkeit. Je mehr ich aber entdecke, dass die Welt zwischen uns beiden jetzt nicht bei uns aufhört, sondern sich sehr, sehr weit erstreckt, kann ich in meiner Antwort auch dieses sich weit erstreckende mit einbeziehen. Das heißt, das macht mich natürlich, kann mich dem Tier offensichtlich überlegen machen. Das heißt, ich habe eine geistige Fähigkeit zu erkennen. Und in dem Sinn, je mehr ich diesen geistigen Zusammenhang erkenne, kann meine Antwort wirksam sein auf den gesamten Zusammenhang. Mhm. Und das sehe ich als Weg. Kann mir Mystik helfen, aus diesem brutalen Leben des Menschen, der Kriege macht, der mordet, der sich einen Scheißdreck darum kümmert, ob wir einen Klimawandel passieren, kann mir Mystik helfen, aus diesem menschlichen Versagen herauszukommen? Das allererste ist, dass ich mein eigenes Handeln ändere aufgrund meines Erkennens. Und dieses eigene Handeln kann dann zum politischen Handeln führen, dass ich weiß, ich wünsche mir, ich verbinde mich mit anderen in Netzwerken, dass dieses eigene Handeln quasi sich verstärkt durch das Handeln mit anderen. Ja. Und das führt dann letztendlich kann zu einer Bewegung führen, die dann auch wirklich auf der politischen, gesellschaftlichen Ebene etwas bewirkt. Wir waren ja eben an dem Punkt, wo wir sagten, okay, die Aufgabe der Mystik. Ne? Das haben wir ja schon erarbeitet, dass die Aufgabe der Mystik ist, uns offener, bewusster zu machen, verständnisvoller zu machen, Respekt zu haben, auch demütig werden zu können. Und das sind ja alles Attribute, die einem Menschen oder überhaupt Menschen zugeschrieben werden, die bewusst mit diesem Planeten hier umgehen. Ja. Und dann würde es ja eigentlich auch keinen Dieselskandal oder Ähnliches geben, wenn man das macht. Und da zielte meine Frage hin, ob die Mystik eine Chance ist oder ob sie die Gabe hat, mir dieses Bewusstsein zu geben. Also wir haben ja einen gewaltigen Wechsel, einen geistesgeschichtlichen Einschnitt, als der Jesus Christus gesagt hat, am Samstag, Sabbat, ja, da geht es nicht darum, dass ich nichts machen darf, sondern dieses Gesetz, dass du deine Arbeit ruhen sollst, das dient dem Menschen. Das heißt, es geht um die Freiheit. Ja? Und wenn die Mystik begriffen wird als freiheitliches Handeln, ja, dann bedeutet das, in jedem Augenblick ich diese Freiheit geschenkt bekomme, wenn ich aus dem besten Verständnis dessen, was ich tun kann, handle. Und das führt dann auch zum ethischen Handeln. Das heißt, dieser Dieselskandal war ja ein unethisches Handeln. Das heißt, derjenige, der das programmiert hat, ja, hat nicht die Folgen seines Handelns gesehen, sondern hat seinen persönlichen Egoismus quasi dadurch genährt. Ja. Und von daher ist der Mystiker schon derjenige, der erstmal sein eigenes Handeln versucht zu überprüfen, der die eigene Authentizität, die eigene Klarheit des Handelns vor seinem eigenen Gewissen rechtfertigt. Ja. Aber dann kommen wir eigentlich gar nicht unbedingt geht es um den Begriff des Mystischen, sondern des ethischen Handelns schlechthin des Menschen. Nur der Mystiker oder der spirituell suchende und fragende Mensch, der sieht sich der Verantwortung ausgesetzt, die jedes Handeln von ihm trägt. Aber können wir davon ausgehen, dass ein Mystiker Umwelt nicht zerstören würde? Ich meine, wir dürfen uns nichts vormachen, wenn ich über eine Wiese laufe, ja. Dann werde ich bei jedem Schritt, bei jedem zweiten, dritten Schritt ein kleines Tier töten. Also in dem Sinn ist es nicht möglich jetzt, oder ich atme ein, atme aus, ich möchte mich gar nicht in meinen biologischen Zusammenhängen sehen, was ich da alles permanent zerstöre. Ja. Nur das Bewusstsein dessen, wie ich umgehe, wie ich handle, was für eine Achtsamkeit ich habe, was für ein Bewusstsein dessen ich habe, das ist das Wesentliche. Deswegen bin ich letztendlich hier auf dieser Erde auch wie auf einer großen Schaubühne. Das ist ein Schauspiel. Ich handle als Figur, aber ich kann nicht in Gänze quasi in der Hand haben, wie mein Handeln sich auswirkt. Aber ich kann von meiner Gewissensdimension kann ich handeln. Und da habe ich ein gutes Gefühl in mir, vom Gewissen her, Gewissen, das tiefere Wissen, das ist gut so. Aber darüber hinaus kann ich das nicht wissen. Aber die Anlagen wären schon da in einem Mystiker, wenn er bewusst, weil jeder Mensch, der bewusst
mit der Natur umgeht, wird zwangsläufig feststellen, dass es lohnt, dass es lohnenswert ist, das zu erhalten, ja, respektive das zu unterstützen. Und das ist ja letzten Endes nichts anderes als Naturschutz oder Umweltschutz. Oder vielleicht von der anderen Seite her gesehen, je mehr ich merke, spüre, dass meine Bedürfnisse auf verschiedenen Ebenen beantwortet werden, umso weniger brauche ich. Das heißt, der Begriff der Einfachheit, ja, des Konsumverzichts, der aber gar nicht so zwanghaft ist, sondern sich aus der Schönheit ergibt, die das Leben mir ausspricht, da ist auch ein Naturschutz darin. Das heißt, dieses aus Freude heraus, ja, man kann ein Stück Brot, ein Käse, ein Wein, ein Glas Wasser, kann man wunderbar genießen, wenn man die Fülle dessen, was man da vor sich hat, erfährt. Von daher würde ich sagen, dieser Konsumverzicht nicht als Keule, du musst, sondern als innere Freude. Oder als innere Erkenntnis, ich brauche es eigentlich gar nicht mehr. Genau. So, und das würde ich ganz gerne den Mystikerinnen und Mystikern ganz gerne mit in den Korb reinlegen, dass sie so denken, damit wir ein durchgängig positives Bild davon bekommen und wegkommen, ein bisschen wegkommen von diesem vagen, unverständlichen, nicht greifbaren, was meiner Meinung nach der Mystik und den Mystikerinnen und Mystikern in dieser Zeit auch ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht, ne, weil sie werden nicht ernst genommen. Also ich glaube, das große Problem ist mit dieser Schwierigkeit des Begriffs, dass natürlich jeder Mensch in seinem Handeln eigene Formen, eigene Aussagen entwirft. Ja? Und wenn dann da viele Mystiker sprechen, dann hat jeder eine eigene Sprache und das ist auch gut so. Aber wenn man erkennt, dass jeder einzelne Mensch seine eigene Antwort sucht und suchen kann und geben kann, aber ein gemeinsamer Sinn spürbar ist, ja, dann ist auch mit dieser Unklarheit schnell aufgeräumt. Und meistens ist es natürlich auch so, dass Menschen, die Vermeidungen haben, ich möchte mich eigentlich damit gar nicht auseinandersetzen, dann so eine Keule, so eine polemische Keule auf die Mystik werfen, weil sie eigentlich Angst davor haben. Aber die Angst ist ihnen zu nehmen. Es geht um ihr eigenes Leben. Wie kann man denen die Angst nehmen? Wie kann man das wieder publik machen? Wie kann man dem wieder einen Raum geben, eine Plattform geben? Wie könnte man das machen? Also ich würde es nicht tun, indem ich jemanden überzeugen würde. Sondern ich glaube, dass Sie jetzt hier sitzen und mir diese Frage stellen, dass Sie diesen Film drehen. Das hat was mit Ihrer eigenen Frage zu tun. Und Menschen, die diesen Film sehen, die sind an dem Punkt, wo sie vielleicht ein Interesse dafür haben. Also ich halte nichts von einer Werbeaktion bezogen Mystik, sondern ich denke, je mehr ich selber in die Fragen komme, gibt es auch Antworten. Ja, und werde ich dann auch Menschen finden, die vielleicht in dem Augenblick, wo ich an dem Punkt, an dem ich stehe, mir eine Antwort geben können. Aber keine Überhöhung und keine Werbeveranstaltung für Mystik. Vergessen wir auch diesen Begriff Mystik. Es geht um dein und mein, um ihr und mein Menschsein. Und mehr gibt es auch gar nicht als Frage. Herzlichen Dank. Bitteschön.